Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für den YouTube-Kanal und das True Farming 2 Side Story-Kanal die Geschichte von Sebastian Rotwild vor. Ja, und wie ihr aus der letzten Folge am Ende gesehen habt, ich habe mir schon die Mühe gemacht, hier unsere Felder mit das Gras zu schneiden. Jetzt habe ich mir einen Wender und einen Schwader schon ausgeliehen, der steht oben schon im Feld bereit. Doch der Eduard sagte, er bräuchte sein Grasmäherwerk wieder. Und jetzt machen wir auf den Weg zum Händler, um die Grasmähwerke zurückzubringen, damit wir die schon mal weg haben. Ja, ich habe das Ziel jetzt wieder, die Silageballen habe ich schon gepresst, die sind schon fertig. Presse habe ich noch im Hof stehen, ist alles geliehen und würde jetzt gleich anfangen, quasi, wenn wir beim Händler waren, schon mal das Gras zu wenden, zu schwaden und dann halt als Heuballen zu pressen. Somit hätten wir schon mal alle größere Sachen, die wir brauchen für unseren Kuhstall, um halt das Mischfutter herzustellen. Beziehungsweise können wir die Sachen natürlich auch in den Landhandel verkaufen, um dann dafür zu sorgen, dass wir uns diese Mischration dort komplett abholen können. Aber erstmal pressen wir die Ballen, gucken, wie wir zusammenkriegen. Ich glaube, ich habe das zweite Feld etwas im zu frühen Stadium gemäht. Bin mal gespannt, wie da so die Erträge dann sind. Da muss man dann mal gucken. Aber sonst, wie gesagt, müssen wir mal in Ruhe schauen und dann sehen wir das ja. Oh, ein Traktor vor. Mal schauen. Ja, falls wir zu viel haben, können wir auch vielleicht mit dem BGA sprechen, dass wir da eventuell noch was hinbringen und ein paar Euros machen. Ja, ich habe mir überlegt, ihr wollt natürlich Gerste und Weizen ansehen für den Müller, dass der, also der Rheingrub, dass der wieder Mehl machen kann. Und dann werden wir mal auf jeden Fall schauen. Ja, was ist denn hier los? Dass wir so lange halt Gras ansehen. Holen wir mal. Ja, mal schauen. Da müssen wir gucken. Also diese Mähwerke hier sind echt super, ohne Frage, aber ich glaube noch für uns ein bisschen zu groß und auch viel zu teuer in der Anschaffung. Aber jetzt unser erster Schritt hat es gereicht, kostet uns jetzt mal kein Geld, nehmen wir natürlich alles gerne mit. Und da darüber sollten wir natürlich dankbar sein. Jeden Euro, den wir sparen können, nehmen wir natürlich mit. Ja. So, dann sind wir gleich beim Händler und dann schauen wir mal, ob der noch da ist. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich die Mehrwerk noch brauche. Ich sagte, nee, nicht mehr. Hab sie noch gerade sauber gemacht, logischerweise. Und dann bringen wir sie mal runter. So. Dann schauen wir mal. Müssen wir langsam machen. Ohne Gewicht vorne ist das recht kritisch. So. Wenn wir so vernünftig ab. Das Grün passt gut zum Fett, oder? Wie seht ihr das? So. Jetzt machen wir einen Schritt vor und dann sagen wir mal kurz Hallo. So. Selber einfach. Das wäre ganz nett, weil wir wissen, so wie du wolltest. Schönen guten Tag. Ah, Sebastian, Tag. Oh, warte, wir ein neues Spielzeug für den Forst, oder? Ja, freilich. Ja, wir arbeiten gerade dran. Man muss ja auch quasi dran, also verstehen das. Also das ist, aber das steht jetzt da hinten, das neue, was sind's denn überhaupt? Oh Gott, hinter mir versteckst du dich doch nicht so. Rotwild. Ich hab grad mal geschaut. Robert steht ja Zeug im Hof. Engine, können Sie den Scheiß-Kiwi da hinten wegräumen? Den mach ich fort, ja. Den gebe ich zurück, ist kein Problem. Den braucht der Kassau, das untermotorisierte Ding da. Ja, ist halt für kleinere Betriebe geeignet, nicht unbedingt für Forst. Ja, das. Aber ich denke mal, wenn man dann eine Seilwinde dranhängt, für Stämme zu ziehen, für zu rücken, müsste der eigentlich auch noch ganz gut gehen mit seinen 200. Ja, aber... Ne, der hat ja schon ein paar Tonnen gewischt. Ich bin ja gerade dran, dass ich habe einen Spezi. Ja. Aber den John Deere da, den alten. Hast du den? Warte mal. Ja. Den, ich hab's gleich. Moment. Na, da war ich jetzt falsch. Soll ich schnell mein Handy durchschauen gehen, die Bilder. Ah, okay. Oh, ich komm direkt zu dir, Sebastian, ne? Ja, alles klar. Den 48, nein, der 4755.
4755, wo ist der drin? Ja, der ganz alte, bei die mittleren. Und den hat der umgebaut. Mit mehr Leistung. Okay. Mit mehr Leistung und Forst und sowas. Da bin ich gerade da, dass ich den kriege. Oh, das klingt super. Dann hab ich zwei cool, schöne Klassik-Dinger, schöne Leistung, schöne Bums, da geht's rund. Ja, klingt gut. Gefällt mir. Hat der dann auch Forstkäfig und so Kram dabei? Ja, der hat Forstkäfig, dann hat er einen Kran hinten dran, also mit dem Ding bin ich richtig vorwärts. Oh, und man kann es auch selber reparieren, weißt du? Da kann es auch einbringen, weil das ist alte geschmeidige Technik. Man muss nicht für alles so Computer dranhängen und so, ja genau. Ja. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier uns günstig schießen können für uns. Ich meine, zu Anfang vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn uns wirklich ein gutes Angebot machen kann, wäre natürlich super. Oder wie seht ihr das? Man braucht ein TMSE und er wollte uns ein tolles Angebot machen. Da schauen wir mal. Gut, viele runter hat er nicht, das hat, wenn er uns da wirklich einen guten Preis macht. Bin ich ja gerne bereit. Ich meine, zu Anfang ist es vielleicht sogar besser, als wenn wir jetzt direkt, weil so viel Geld könnte ich nicht investieren, ne? Wird es wahrscheinlich passen, das sind auch das Richtige für uns. Roter, nee. Wir schauen mal, was haben wir hier schon. Mal schnell Motors machen, kostet nur Sprit. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und? Ja, guten Tag, was macht ihr hier? Wir haben gerade geguckt, hier der eine Baum da hinten, da wachsen die Äste an Gebäude ran und steuern am Gebäude so, und so. Weißt du? Ich dachte jetzt schon, ich sehe dich nur vor der Polizei wegrennen. Ich dachte jetzt schon, wer Gott weiß, was passiert. Nee, alles gut. Oh, ja, dann. Ich habe keine Dummheiten gemacht, während du weg warst. Super. Ich gehe mal wieder hier, der Michael und der Hans, die haben da. Ne, ich bin ja, gleich wieder mal da. Ich mache hier mit Sebastian. So, Sebastian. Ja, jetzt, ich habe dir deine Grastechniker gebracht, ne? Ah ja, das ist super. Ich hab's auch vorher sauber gemacht, also das passt so. Oh, ja, passt schon. Hast du auch schon ein Zwecksangebot rausgehört? Ja, ich habe da ein Angebot gemacht für den Traktor und für die Anbaugeräte. Du wolltest ja Blattschneider haben, ne? Und das Spritzenfass. Genau. Ja. Ich habe da mal alles zusammengerechnet. Mit dem Traktor kann ich da ein relativ gutes Angebot machen. Ja. Der kostet ja normalerweise 40.000 plus unsere Marge. Mhm. Wenn du neu kriegst, der hier ist aber der gebrauchte, dann kann ich dir mit unserer Marge für 30.000 geben. Oh, das ist doch ein Deal. Das ist mal ja. Und dann für die Geräte noch dabei, dann wären wir bei, sagen wir bei 70.000. Also 70 insgesamt für alles. Also für den Blattschneider, für die Spritze und halt für den Traktor. Genau. Ja, würde ich zusagen, auf jeden Fall. Weil das ist ein gutes Angebot, da kann ich gut mit um. Ja. Dann bin ich für den Anfang schon mal safe. Ja, eben. Da hast du was vor allen Dingen, ne? Die Karre steht halt jetzt da rum, Bauhof brauchst du nicht mehr, du kannst sie gebrauchen. Genau. Ja, ist doch super. Und der kleine Flug brauchst du nicht dafür, oder? Ich muss schauen. Warte mal, ich guck mal kurz. Komm mal gucken, meine Karte hier. Das habe ich ja alles noch hier rumstehen. Eduard Englin, Maschinenhandel. Ja, guten Tag. Und wie hast du es? Ein Problem. Da hast du ein Problem, Jill. Ja, und ich brauche einen großen Trecker. Brauchst einen großen Trecker? Ja, irgendwie hebelt sich mein Güllefass immer wieder aus bei meinem R8. Ah, okay. Ja. Jo, pass mal auf. Ich hätte spontan gerade einen 1050 auf dem Hof stehen, den ich für Vorführer besorgt hatte. Nee, ich will gleich einen kaufen. Achso, willst du einen kaufen? Jo. Okay, dann sag mir was, da kann ich dir den nachher beordern. Ja, ich würde sagen, das ist ein Top-Angebot, 70.000, aber ich glaube, bei dem kleinen Flug werde ich noch zuschlagen, weil den haben wir nicht mit dabei. Ne? Den haben wir nicht am Hof. Mal sehen, was er dafür haben will. Was ist denn der? Da müsst ihr fragen, wie groß der ist, weil ich hatte eigentlich schon vor, lieber in die Richtung zu gehen. Na. Stehen wir unter Flügel? Mulch, aber das ist doch beim. Ne, da holen wir uns einen kleinen Mulch, ich glaube, ist besser. Ne, das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht.
Und wie seht ihr das? Ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube eher weniger, weil was machen wir? Da holen wir das, da bestellen wir es vernünftiger für. Ich weiß gar nicht, wir können mal kurz schauen, wie es da oben aussieht. Wo haben wir unseren Weinberg? Da, nee, Moment. Doch, da ist der. Ja, das passt doch alles soweit. Das passt soweit. Da kann ich, da braucht man nichts machen. Da schauen wir dann gleich mal in Ruhe nach. Oder da. Würde ich sagen, macht das keinen Sinn. Rot hat aber echt heiß begehrt anscheinend. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Gut, jetzt warten wir mal, bis das Telefongespräch vorbei ist und dann können wir uns ja in Ruhe dem widmen. Hast du ein Telefon beendet? Ja, ja. Toll. Also einen kleinen Flug brauche ich glaube ich nicht. Ich würde das nachher wahrscheinlich eher mit dem Mulcher machen oder da gibt es glaube ich noch einen. Ja, so ein tiefenlockerer Dings oder was das war, ne? Ich ja, genau, mal da gab es doch mal irgendwas. Oder Grubber oder sowas. Ja, ist dieser Tiefenlockerer, ist das genau. Ja. Die würden eher passen. Ja. Wenn mit dann lieber. Nee, aber das andere kannst du auch mal fertig machen und sobald er alles da ist, sagst du Bescheid, komm ich abholen. Alles klar, dann mache ich schon parat. Gut, gut, gut. Sonst war ja nichts mehr, ne? Nee. Nö, sonst eigentlich nicht. Nee, Mehrwerke stehen hier hinten, hast du gesehen, ne? Ah ja, sehr gut. Aber echt super Teile, muss ich sagen. Respekt. Mhm. Die hauen ganz schön was weg. Ich bin mal gespannt. Ich werde sie nachher auch mal ausprobieren. Ja, mach mal. Also, wie gesagt, meine Wiese. Hundertprozentig. Also, ja, cool. Jetzt mit dem kleinen Fenty hat super geklappt. Ja, mit okay. Steigung. Hat da geklappt. Ja, mit dem bin recht Feld. Zufrieden. Hm, nicht schlecht. Ja, ja super. Dann alles mache klar. Ich mich wieder hoch, ich muss ein bisschen Heu wenden. Ja, und dann, ja, wir hören uns. Wenn du das hast, melde dich einfach, ne? Ich sag dir Bescheid. Ja. Alles klar, ciao. Jo, mach's gut, ciao. So, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg heim. Und dann fangen wir an mit Heupressen. Gut, stehen bleiben. Ah, Jungs. Machen wir uns zurück und dann machen wir jetzt, ja, wenden wir das Ganze, schwaden und dann geht's vorbei. Aber ich habe 70.000 für Traktor plus Blattschneider plus die Spritze. Ich glaube, ich habe mir nichts verkehrt gemacht. Also, auch wenn es jetzt einfach nur ein Landini ist, aber für den Anfang ist es, glaube ich, nicht so verkehrt, weil wir noch das eine oder andere noch eventuell noch kaufen wollen. Wir sind da auch noch einen großen Traktor dran. Also ich warte noch auf ein geiles Angebot. Ist jetzt quasi gerade ein, New Holland drin, der mich interessieren würde, aber dann wäre mein Budget erst einmal aufgebraucht. Und das wollte ich eigentlich jetzt verhindern. Nicht sofort alles rausfeuern. So, dann geht's zurück. Dann schauen wir mal, dass wir schnell jetzt unser Heu hinbekommen. Die Silage muss noch gären. Dauert auch noch einen Moment. Und dann gucken wir mal, was es so gibt. So. Dann schauen wir mal. Dann steht natürlich noch ein bisschen Felder dran. Alle Felder, die wir im Vorfeld vorbereitet haben, auf Saatbett, müssen wir natürlich noch ansehen. Ich habe jetzt natürlich, also bin fest dabei, wir machen jetzt überall Gras drauf, weil bis wir Weizen oder Gerste ansehen können, dauert es halt. Und bevor ich die Felder brach liegen lasse, können wir da lieber noch den einen oder anderen Schnitt machen. Und dann, wenn wir die Silage nur verkaufen, entweder an Landhandel oder an die BGA, da haken wir nach, wo die besseren Preise kriegen. Na, hier ist raus. Jetzt verkauft. Dann ist es zwar natürlich mehr Arbeit, weil wir natürlich dann wieder Tiefenlocker also pflügen müssen, also Tiefenlocker in unserem Fall. Aber das wäre es mir halt wert, weil, ja, ich meine, mit einem Tiefenlocker sind wir echt fix unterwegs, das muss man auch mal sagen. Dementsprechend wäre mir das die Arbeit wert. Die beiden Felder, die wir jetzt haben hier, die lassen wir auch als Grasfelder, ne, für unsere Kühe, dass wir da immer schön im Soll bleiben, was Futter anbelangt, beziehungsweise die Zutaten, die wir dann abgeben können für die Mischfutterproduktion im Landhandel. Ich glaube, es ist keine so schlechte Idee. So, da haben wir das gute Stück. Steht auch eigentlich schon parat hier. So, aufklappen. Ein großes Ding, was ich hier gekriegt habe. Mann, Mann, Mann. Das muss ja gar nicht sein. Na egal. Wir fangen mal an. Damit wir unser Heu kriegen.
wäre es ja nicht ganz unwichtig. Ja, dann haben wir quasi Silage, wir haben Heu, dann fehlt uns noch Stroh, brauchen wir noch, aber das kriegen wir natürlich erst bei unserer Haferernte. Wir haben ja noch ein Feld Hafer angesät. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Dann geht's langsam Richtung Kühe, da freue ich mich schon drauf. Und noch ein bisschen Nebenverdienst. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, also ich würde es wirklich ganz gerne so machen, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde den Stall voll machen, aber halb halb. Auf der einen Seite diese Fleischkühe, die Angusrinder heißt es, glaube ich. Und auf der anderen Seite halt an Milchkühe. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Produktion, die uns die Milch abkauft und dann verkaufen wir die Milch direkt. Das wäre mir jetzt eigentlich im Prinzip egal, ich brauche die Milch erstmal so nicht. Aber es ist natürlich ein netter Nebenverdienst. Und warum sollen wir den nicht mitnehmen, ne? So sehe ich das zumindest. Das ist bestimmt eine schöne Sache, jeden Euro mitzunehmen. Und so schneller können wir uns einen Fuhrpark oder einen Traumfuhrpark ermöglichen. Und manche anderen Dinge vielleicht noch am Hof noch ändern. Wir wollen noch eine Pelterei bauen. Zu dem nächsten halt auch wirklich, wenn die Weinlese ansteht oder die Traubenlese ansteht, dass wir dann halt auch dementsprechend unseren Traum auch den Feinstift geben können, ne? Ist ja nicht unwichtig, weil wir wollen ja Qualitätswein hier herstellen. Irgendwie blöd. Da kommt Schmerz rein. Ja, und dann mal schauen, was der hier Rosenberg macht. Vielleicht würde ich jetzt die Produktion, also ich werde die Produktion selber machen, habe mir fest vorgenommen, obwohl ich es versprochen habe, aber ein bisschen Know-how muss ja da sein. Aber die Abfüllung, die kann er machen. Dann würde ich das Ganze quasi als Fasswein liefern und er kann von seiner Abfüllanlage in Flaschen, kleinen Fässer oder was auch immer abfüllen und dann weiterverkauf. Das ist mir dann egal, ich verkaufe den reinen Wein und er den Rest kann er machen, was er will. Klar, ein bisschen behalten wir natürlich für uns, für unseren Hofverkauf bzw. Eigenbedarf. Ne? Ihr wisst ja, man muss ja seine eigene Trauma testen, ob er auch gut ist, und das wollen wir natürlich auch tun. Geht an die Holzzimmer, die Küche und dann schauen wir mal. Aber wird bestimmt interessant. Mal schauen, was das Ganze so gibt. Wird bestimmt eine tolle und interessante Geschichte hier bei uns. Jetzt erstmal, weil wir nichts anderes machen können, unsere Kühe. Wir können ja später mal zum Wallenberg mal hinfahren, mal schauen, ob wir es schaffen. Und später zum nächsten Mal, dann schauen wir, wie sich unsere Reben machen, ob alles angenommen wurde vom die Pflanze an sich, ob sie den Boden gut verträgt. Ja. Das wäre natürlich super. So, Wendung machen wir. Dann schauen wir mal. Viel ist jetzt zum Glück, aber es wird, aber viel ist es halt nicht. Müssen wir gucken, mit dem wir das Feld mal düngen können. Ja, dann haben wir das auch schon mal fertig. Ja, wie gesagt, in den Kommentaren, wenn euch Modbox anbaut, bin ich das. Ne? Ich versuche eigentlich mal so gut es geht, euch eure Kommentare auch zu beantworten. Sofern ich es kann und schaffe. Ne? Also, wenn ihr Modbox lest, bin ich das. Ne? Also, wenn ihr Ideen, Wünsche habt oder auch Verbesserungen, sagt es mir ruhig. Nur in Ansicht, ich weiß, ihr seht das lieber als andere. Hier geht es jetzt, aber bei manchen Prozessen fehlt es mir leider. Aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes, versuche eure Wünsche oder auch Kritiken vernünftig umzusetzen. Das Set 2 ist super. Danke nochmal dafür. So. Dann haben wir es gleich auch geschafft. Ja, unser kleiner Fan hier, der muss doch einiges an Arbeit leisten, aber jetzt toll, toll. Macht einen Top-Dienst. Mit seinen fast 17 Betrieb schon. Gleiches Bienchen.
Schauen wir mal. So. So viele Bahnen sind es noch nicht mehr. Und das Ansehen müssen wir auch noch. Ja, ein bisschen Arbeit ist noch. Aber das kriegen wir von der Regel. Aber meine lieben Freunde, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Immer gerne in die Kommentare schreiben, wie seine Modbox antwortet, wenn ich das. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Side Stories zu verpassen. Es geht nicht nur um meine Side Stories, sondern auch um den anderen von Fidelio, vom Commander Keule hier. Also Andi. Weiß nicht. Andi Müller heißt er, glaube ich, hier. Herr Bergmann nicht zu vergessen. Den Rheingrub am Landhandel. Ne? Also, wie gesagt, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Side Stories. Däumchen da lassen, Kommentare da lassen, wir würden uns sehr darüber freuen und in diesem Sinne verabschieden von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian vom True Farming 2 Side Story Kanal. Ciao!